Anerkannte Software für Bauphysik und statischen Nachweis von Glas, Fenstern und Fassaden. Software für Ihren Erfolg. Sommerinformatik.com. Herzlich willkommen zu unserer Produktvorstellung WinTRS. Mein Name ist Sebastian Hinmüller und ich werde Ihnen jetzt so in circa der nächsten Stunde zeigen, wie wir mit WinTRS thermischen Stress nachweisen. Unsere Produktpräsentation ist aufgeteilt in zwei Teile. Einmal einen theoretischen Teil, da zeige ich Ihnen einen PowerPoint. Und dann im zweiten Teil werden wir uns das Ganze in der Software in live ansehen. Gut, wir beginnen mit der PowerPoint-Präsentation. Allgemeines zu WinTRS. Was ist WinTRS? WinTRS ist ein Programm, um den thermischen Stress oder das Bruchrisiko für Glasscheiben nachzuweisen. Wir haben hier kurz eine Übersicht, worum geht es heute. Erstens im Teil A geht es um die Grundlagen, normtechnische Grundlagen, technische Grundlagen. Im Teil B besprechen wir dann, wie Sie mit dem WinTRS-Editor arbeiten, wie die Ausgabe, die Eingabe erfolgt. Und Teil C behandelt dann die unterschiedlichen Einbausituationen, die man bei einer Glasscheibe haben kann. Und im Teil D besprechen wir noch kurz zusätzliche Module, die auch mit bei dem WinTRS zur Verfügung stehen. Wir fangen an mit den Grundlagen. Generell ist es so, dass WinTRS ja ein Teil unserer Software Sommer Global ist und Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie in WinTRS einen Glasaufbau erfassen, diesen Glasaufbau dann auch in den anderen Modulen, wie jetzt zum Beispiel Glas Global für die Statik oder WinSLT für die Berechnung der Strahlungswerte zu übernehmen. Und diese Schnittstelle, dieser Austausch funktioniert in alle Richtungen. Die dahinterliegende Norm ist die französische Norm DTU 39P2. Aktuell gibt es in Europa nur diese Norm, mit der man das Bruchrisiko, das thermische Bruchrisiko einer Glasscheibe abschätzen kann. Und das machen wir hier mit dem WinTRS, das eben nach dieser französischen Norm den Nachweis durchführt. In der französischen Norm gibt es ein sogenanntes Zonenmodell. Das bedeutet, dass die Glasscheibe vertikal in drei Zonen unterteilt wird. Wir haben unten die Zone 1, in der das Glas im Rahmen steckt und somit keine Sonneneinstrahlung mitbekommt. Dann haben wir in der Mitte bzw. Oben in dem Fall die Zone 2. Das ist der Bereich in der Glasmitte, der die volle Sonneneinstrahlung mitbekommt, also keine Verschattung hat. Und die Zone 3 wäre dann dieser Übergangsbereich, wo in der Regel eine Verschattung vorliegt. Das kann sein, entweder durch Bauteile, die diesen Schatten werfen, oder auch durch den schrägen Einfall, durch die Verschattung des Rahmens. Hier in dieser Zone 3 wird laut der französischen Norm nur 10% der Bestrahlungsstärke aus Zone 2 angelegt. Bei dem Nachweis oder bei der Nachweisführung werden dann für alle diese drei Zonen die Temperaturen berechnet und dann zwischen den einzelnen Zonen die Temperaturunterschiede. Diese Temperaturunterschiede zwischen diesen einzelnen Zonen 1, 2 und 3 ergeben dann eine vorhandene thermische Spannung, die hier mit Sigma TH oder thermisch angegeben ist und laut Norm wird dann für unterschiedliche Glasarten und Einbausituationen eine zulässige Spannung, admissible oder Sigma admissible, angegeben. Und der Vergleich dieser beiden Spannungen liefert uns dann den Nachweis, ob die Scheibe den Anforderungen entspricht bzw. ob die Scheibe einem erhöhten Bruchrisiko unterliegt. Jetzt kommen wir zum Teil B. Wie funktioniert das Ganze im WinTRS-Editor? Wie funktioniert die Eingabe? Wie kommen wir von der Eingabe zur Auswertung? Also grundsätzlich fangen wir in der Regel immer an mit dem
Klima und der Orientierung. Wir haben hier die Möglichkeit, über diesen Button Klimaorientierung den Standard zu bestimmen. Das bedeutet, Sie wählen den Standard aus, zum Beispiel über Postleitzahlensuche oder auch über spezielle Angabe von Staaten. Da gibt es dann Filtermöglichkeiten. Anhand dieses Standards werden dann ja, sogenannte Referenztage, immer 4 Tage, für jede Jahreszeit ein Tag, angegeben, für den dann im Tagesverlauf die Temperaturen, das sieht man hier an dieser roten Kurve, diese sinusförmige Verlauf, ermittelt wird. Und genauso gibt es dann für die einzelnen Orientierungen, in dem Fall haben wir hier Süden, diese Verteilung über den Tag, da hier haben wir die Zeitachse von 0 bis 24 Uhr, diesen Verlauf der Bestrahlungsstärke. Das heißt, hier in dem Fall Süden haben wir hier die höchste Einstrahlung zur Mittagszeit. Ansonsten gibt es noch zusätzlich die Möglichkeit, hier die Orientierung einzutragen. Welche Orientierungen will ich hier angeben von Norden bis Süden? Und natürlich auch die Möglichkeit, diesen Neigungswinkel einzutragen. Die Klimadaten oder wo kommen die Klimadaten her aus der Datenbank von WindTRS? Wir haben für alle Daten grundsätzlich die Daten des Deutschen Wetterdienstes zugrunde liegen. Der Deutsche Wetterdienst stellt nicht nur Daten zur Verfügung für Deutschland, sondern für Orte auf der ganzen Welt. Speziell für Österreich sind dann noch abweichende Daten von dem Zentralanstalt für die Meteorologie und Geodynamik hinterlegt. Das ist sozusagen das Pendant in Österreich zu diesem Deutschen Wetterdienst. Und für Dänemark haben wir auch noch explizit den abweichenden Datenquelle von DMI, eben das dänische Institut, das dafür zuständig ist. Zum Aufbau nochmal, wie ist der Editor aufgebaut? Wir haben hier oben in diesem Bereich die Ergebnisse, wo Sie auf einen Blick sofort sehen, wie mein aktueller Scheibenaufbau nach der Berechnung dasteht, welches Bruchrisiko haben wir, ist die Scheibe in Ordnung. Dann haben wir hier auf der linken Seite die Möglichkeit, die Stammdaten einzutragen. Das heißt, wir geben hier Klimaorientierung, das haben wir vorhin schon gesehen. Wir geben hier den Rahmen an und natürlich auch den Scheibenaufbau. Die einzelnen Produkte, Basisgläser, irgendwelche Gaszwischenräume, Beschichtungen, Verbundschichten, Verschattungen und so weiter. Und in diesem mittleren Bereich, der sogenannte Arbeitsbereich, werden dann die Aufbauten zusammengesetzt und entsprechend konfiguriert bzw. bearbeitet. Und auf der rechten Seite haben wir dann einen Bereich, der die Details darstellt. Wir haben hier den ganzen Scheibenaufbau nochmal detailliert dargestellt, genauso Schichtinfos zu den einzelnen Schichten wie Gläser und Beschichtungen. Die Datenbank ist unterteilt oder zweigegliedert. Wir haben zum einen den Bereich WindTRS, der auf diesem Reiter WindTRS zu finden ist. Das ist die Datenbank, die mit dem Setup jeweils ausgeliefert wird. Das sind die Spektraldaten, die von den Herstellern, unterschiedlichen Herstellern schon hinterlegt sind und jeweils immer mit jedem Update im ja, quartalsmäßigen Turnus aktualisiert werden. Und zum Zweiten haben Sie dann auch noch eine zweite Datenbank, die wird nicht aktualisiert mit dem Update, die wird immer von Ihnen nur bestückt und bleibt dann bei Ihnen auch auf dem Rechner bzw. im Rechenzentrum. Und hier haben Sie die Möglichkeit, selber eine Baumstruktur aufzubauen und selber Gläser oder auch andere importierte Spektraldaten zu verwalten und immer wieder neu zu verwenden. Hier auch die Möglichkeit, dann diverse ja, Importe durchzuführen, natürlich Spektraldatenimport, dann eventuell unterschiedliche Gasgemische zu verwenden, sich Vakuumgläser zu generieren. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, Lamellen zu erzeugen aus Flächenmaterialien, also aus flächigen Stoffen zum Beispiel oder flächigen Materialien oder auch entsprechend dann Siebdruckgläser zu generieren und die dann auch zu speichern und zu verwenden. Wir kommen dann zum nächsten Punkt, das wäre die Rahmen oder die Einstellungen zum Rahmen. Was haben wir hier zu beachten? Grundsätzlich geben wir hier an, welche Lagerung liegt vor. Habe ich eine allseitige Lagerung? Habe ich eine Lagerung, wo eine Seite frei ist oder zwei Seiten frei? Dann spielt eine Angabe zu der Glaskante natürlich eine Rolle. Wie ist die Art der Bearbeitung?
der Glaskante bearbeitet, wäre in dem Fall entsprechend die höchste Stufe. Dann würde zum Beispiel die zulässige Spannung entsprechend erhöht werden. Genauso verhält es sich dann mit der Rahmenart. Wir haben hier die Möglichkeit, in der Regel ist der Standard die geringe thermische Trägheit. Das ist das an Rahmen, was aktuell auch Stand der Technik ist. Sie haben hier auch nochmal die Möglichkeit, anhand der Bilder nochmal zu eruieren, welche Art des Rahmens bei Ihnen der entscheidende ist. In der Regel, wie gesagt, befinden wir uns hier bei der geringen thermischen Trägheit und Sie haben hier auch nochmal die Möglichkeit, das Material auszuwählen, Holz, PVC bzw. Metall oder Aluminium oder auch entsprechend noch zusätzlich den UF-Wert, also den Rahmen-U-Wert anzugeben. Wie geht es dann weiter? Wie können wir den Aufbau definieren? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie haben zum einen die Möglichkeit, in diesem Tree, der Ihnen die Spektraldaten zur Verfügung stellt, die wir mit der Software ausliefern, anhand des Herstellers zum Beispiel auch anhand anderer Begrifflichkeiten den Spektraldatensatz zu finden. Und Sie können entweder per Doppelklick oder per Drag and Drop, also klicken und ziehen, das Ganze, diese Schicht dann in diesen mittleren Bereich, in diesen Aufbau hier hinüberziehen. Alternative wäre dann die Eingabe, wenn Sie das nicht im Baum suchen wollen, sondern hier direkt über diese Sucheingabe. Das heißt, ich kann auch hier oben einen Suchtext eingeben, zum Beispiel eine Beschichtung I plus LS. Wir bekommen hier dann dieses Suchergebnis angezeigt und hier wieder genauso die Möglichkeit, entweder per Doppelklick auf diese Zeile oder per Drag and Drop das Ganze dann in diesen Bereich des Aufbaus, in diesen Editor hineinzuziehen und somit sich dann den Glasaufbau zusammenzusetzen. Natürlich müssen wir dann auch bei Basisgläsern mal oder auch bei Verbundschichten die Dicke ändern. Wie funktioniert das Ganze? Sie haben die Basisgläser oder auch die Verbundschichten in bestimmten Dicken in der Datenbank bei uns hinterlegt. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel hier, wie hier sieht man eine Floatglasscheibe oder eine Basisglasscheibe mit 4 mm, die hier in der Datenbank hinterlegt war, kann ich mit Doppelklick anklicken, dann erscheint hier die Auswahl oder die aktuelle Dicke, die kann ich mit der Tastatur überschreiben und mit Bestätigen durch Return wird dann die Dicke, die Sie eingegeben haben, übernommen und entsprechend die Spektraldaten auf diese neue Dicke hochgerechnet. Wie ändert man die Glasart? Standardmäßig werden alle Scheiben als Floatglasscheiben definiert. Das ist sozusagen die Glasart mit der geringsten thermischen Widerstandsfähigkeit. Wenn Sie jetzt zum Beispiel hier aus der Floatglasscheibe eine TVG-Scheibe machen wollen, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste hier auf diese Scheibe. Wählen dann hier Glasart definieren und in dem folgenden Fenster die Glasart, die Sie entsprechend setzen wollen und bestätigen mit OK, dann wird die neue Glasart in dieser Basisglasscheibe gesetzt und entsprechend hier gleich der Nachweis aktualisiert. Nachdem wir dann die Daten alle eingegeben haben, wir haben unseren Schichtbauaufbau definiert, wir haben unser Klima definiert, die Rahmen definiert, haben wir dann die Möglichkeit, über dieses Rechenzeichen den Rechenvorgang zu starten. Das System führt dann für alle Orientierungen und für alle Tage und Stunden, für alle drei Zonen, das sieht man hier nochmal, wie die aufgeteilt sind, die Berechnung durch. Hier unten sieht man dann auch noch den Fortschrittsbalken laufen und wenn die Berechnung dann abgeschlossen ist, bekommen Sie hier in dieser Ergebnisübersicht das Gesamtergebnis angezeigt. Das bedeutet, ist mein Nachweis okay? Und wenn ja, wie hoch ist die Ausnutzung? Wenn der Nachweis nicht okay wäre, würde hier entsprechend stehen, zum Beispiel Spannung zu groß und dann auch der Hinweis, wo die maximale Ausnutzung stattfindet, sprich in welche Orientierung, welche Glasscheibe und zu welchem Datum und welche Uhrzeit habe ich die höchste Ausnutzung sozusagen.
Informativ bekommen Sie dann auch noch angezeigt den UG-Wert der Verglasung nach EN673 und den GTOT-Wert, also sprich den Gesamtenergiedurchlassgrad. Auch nochmal als Information hier mit ausgegeben. Dann kommen wir zum Nachweis. Wie sieht der Nachweis aus? Wir haben hier oben die Übersicht nochmal, wie der Schichtaufbau definiert wurde, welche Schichten haben wir denn und welche Dicken. Dann Angaben zu der Lagerung, zu den UF-Wert und Rahmen. Entsprechend die ganzen Standardinformationen und hier nochmal eine Zusammenfassung, wie der Nachweis genau erfolgt. Da sind auch nochmal genau die Hinweise auf die französische Norm hinterlegt mit den entsprechenden Gleichungen und ganz unten von diesem zusammenfassenden Nachweis haben Sie hier nochmal die Information, ist mein Nachweis okay, beziehungsweise wie hoch ist die Ausnutzung und wo findet die maximale Ausnutzung statt, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort. Dann haben wir als nächstes ein Auswertungstool. Das sehen wir uns mal kurz an. Es gibt hier diesen Reiter Auswertung im WindTRS und da haben Sie die Möglichkeit, sozusagen alle Berechnungen, die durchgeführt wurden, auszuwerten. Sprich, Sie können hier auf der rechten Seite auswählen, auf welche Orientierung Sie die Auswertung machen wollen. Sie können über den Zeitpunkt hier den Tag definieren und hier unten über die Zeitschiene die jeweilige Stunde, also sprich von 0 bis 24 Uhr und entsprechend dann hier den Temperaturverlauf von der Glasscheibe sich anzusehen. Der aktuell dargestellte Zeitpunkt, das wäre jetzt hier in dem Fall der 21.09. um 15 Uhr, sieht man hier oben links. Das Ganze können wir dann auch noch mit einer Fehlfarbendarstellung hinterlegen. Dadurch bekommen wir nicht nur den Aufbau zu sehen, sondern zusätzlich dann auch nochmal das Ganze als Fehlfarbendarstellung, um hier auch nochmal genau die Punkte zu finden, an denen die stärkste Erhitzung stattfindet. Und diese Temperaturkurven, die Sie hier sehen, die entsprechen diesen einzelnen Zonen, die wir vorher besprochen haben, hier Zone 1 im Rahmen, Zone 2 hier oben mit der komplett oder mit der höchsten Einstrahlung und dann diese Zone 3 im Bereich des Schattens, wo wir hier 10% der Einstrahlung ansetzen. Dann kommen wir zu den unterschiedlichen Einbausituationen. Wir haben hier zum einen in WindTRS ist das Ganze als sogenannte Sonderfälle definiert oder als Sonderfälle bezeichnet. Da geht es einfach darum, wenn wir besondere Einbausituationen haben, diese auch im WindTRS abbilden zu können. Wir haben hier auch nochmal so Beispielbilder mit dabei, um sich das vorstellen zu können, was hier gemeint ist. Also wir fangen einfach mal an mit den außenliegenden Sonnenschutz, halb geschlossen. Was ist damit gemeint? Sieht man hier, glaube ich, in dem Bild, das wäre so ein Dachfenster, wo die Jalousie oder der Rollo nur zur Hälfte geschlossen ist. Das heißt, wir haben in der Zone mit der maximalen Einstrahlung, der wird nach wie vor voll bestrahlt, aber dieser verschattete Bereich, unsere Zone 3, ist hier nicht nur mit 10% beschattet, sondern wir haben dadurch, dass der Rollo über die Hälfte geht, wird hier die Zone 3, das sieht man hier unten nochmal, wird mit einer Einstrahlung von 0 Watt gerechnet, also sprich mit 0%. Das heißt, wir bekommen nochmal eine höhere Differenz zwischen Zone 2 mit voller Einstrahlung und Zone 3. Das ist eben dieses Häkchen, wenn man das setzt, wird dann sozusagen die 10% nochmal reduziert auf 0% und somit bekomme ich hier nochmal einen extremeren Fall. Der nächste Sonderfall oder die nächste Einbausituation wäre hier ein sogenanntes innenliegendes opakes Element. Was ist damit gemeint? Beispiel wäre jetzt hier ein Sofa vor der Glasscheibe. Wir haben hier die Möglichkeit, das Element nochmal zu bezeichnen oder aus vorgefertigten Elementen auszuwählen. Wichtig, entscheidend sind dann die ganzen Parameter, die hier gesetzt werden. Zum einen die Absorption, die Reflexion dieses opaken Elementes oder dieses Sofas. Dann haben wir hier nochmal bezeichnet, sieht man auch hier in der Skizze, die Höhe, den Abstand des Elementes oder des Sofas von der Glasscheibe. Das wäre Abstand D. Und dann noch die Breite des Sofas
und die Wärmeleitfähigkeit. Anhand von Breite und Wärmeleitfähigkeit werden da nochmal explizit die Durchgangskoeffizienten ermittelt. Und natürlich für diesen Zwischenraum zwischen dem Sofa und dem Fenster oder der Glasscheibe auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, ist das Ganze innen belüftet, also sprich, habe ich eine Belüftung, wo sie ihren Luftaustausch zwischen der beiden Elementen erfolgen kann oder ist das Ganze unbelüftet, also sprich, habe ich hier einen geschlossenen Zwischenraum, das wäre in dem Fall der ungünstigste Fall, hier auch nochmal dargestellt. Dann haben wir das Thema Schiebeelement. Also Schiebeelement ist gemeint, Sie haben so eine Schiebetür, sieht man auch hier auf dem rechten Bild entsprechend, wo Sie zum Beispiel die eine Scheibe über die andere Scheibe schieben und dadurch entsteht hier so eine sozusagen Verdoppelung des aktuellen Glasaufbaus. Das ist auch genau das, was dieses System oder was das WinTS da macht an der Stelle, wenn Sie jetzt hier rechts unten sieht man das in diesem Bild, eine Zweifach-Isolierverglasung haben und dann eben dieses Schiebeelement auswählen, wird der Aufbau verdoppelt mit einem Scheibenzwischenraum, nochmal zwischen den beiden Aufbauten. Das heißt, wir würden jetzt in dem Fall aus einer Zweifach-Isolierverglasung im Endeffekt, wenn denn der Abstand oder der Hohlraum unbelüftet wäre, würden wir sogar eine Vierfachverglasung theoretisch machen, also rechnerisch. Das macht das System aber automatisch, das heißt, Sie geben hier nur an, ich will ein Schiebeelement durch dieses Häkchen, dann der Abstand D wäre der Abstand zwischen diesen beiden Schiebeelementen, also sprich den einzelnen Glasscheiben der Schiebeelemente und hier natürlich auch wieder die Angabe, ist der Scheibenzwischenraum zwischen den beiden Elementen unbelüftet, das wäre wieder der ungünstigste Fall. Habe ich eine Belüftung nach außen, also kann Luft von außen einströmen oder habe ich hier nur eine Belüftung nach innen, kann also nur Innenluft einströmen. Das legt man hier fest, führt die Berechnung durch und dementsprechend wird dann auch das Ganze gerechnet. Dann gibt es die Einbausituation der sogenannten überstehenden Verglasung. Was ist damit gemeint? Das wäre jetzt hier mal so ein Beispiel, das sieht man auch hier in der Skizze, wäre klassischer Fall ein Wintergarten mit Glasüberstand. Das bedeutet, dass die Glasscheibe sowohl die von der Innenluft als auch, also sprich von Unterseite, von innen als auch von außen berührt wird. Das Ganze bedeutet, dass wir halt innerhalb der Scheibe einen deutlichen Temperaturunterschied bekommen aufgrund der Innenluft hier beziehungsweise der Außenluft hier. Und da gibt es eben die Vorgabe in der französischen Norm, dass für diesen Fall nur ESG oder TVG verwendet werden darf. Das System macht dann nichts anderes, als dass hier einfach, wenn Sie diesen Haken setzen, haben Sie die Möglichkeit zu sagen, will ich ESG in den einzelnen Ausführungen oder will ich TVG setzen? Und es werden dann einfach alle Glasscheiben, die aktuell sich im Aufbau befinden, werden dann hier auf die ausgewählte Glasart gesetzt. Dann gibt es noch das Thema Wandeinschub. Das wären so Schiebetüren, die sich in der Wand versenken lassen. Auch hier wieder ganz einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, wir setzen hier das Häkchen, Element im Wandeinschub. Was wird dann gemacht? Im Endeffekt wird dann die Zone, die normalerweise im Rahmen steckt, wird hier mit zusätzlichen Angaben versehen. Das heißt, die haben die Möglichkeit dann diesen Wandaufbau zu definieren, indem die Türe versenkt wird, sprich die Dicke und die Wärmeleitfähigkeit von außen bzw. von der Innenseite und dementsprechend wird dann die Zone 3 mit diesen Vorgaben, die Sie hier machen, berechnet und entsprechend dann auch in die Bewertung bzw. die Spannungsbewertung mit eingerechnet. Die letzte Einbausituation, die Sie hier setzen können, ist die Heizquelle. Das wäre hier der klassische Fall, hier auch nochmal im Bild zu sehen. Der Heizkörper, der innen zum Beispiel vorgesetzt ist vor der Glasscheibe. Das heißt, wir haben hier eine ständige Temperaturquelle, die wir hier entsprechend auf die Glasscheibe wirken haben. Ganze auch wieder durchsetzen eines Häkchens. Sie haben die Möglichkeit, dann die Temperatur
anzugeben, die Höhe der Heizkörper und die Tiefe oder beziehungsweise Abstand D von der Glasscheibe. Auch hier spielt wieder eine Rolle natürlich, habe ich hier eine Belüftung nach innen, also sprich ist der Zwischenraum zwischen Heizkörper und zwischen der Glasscheibe belüftet, das ist ja in der Regel der Fall, oder habe ich den Extremfall einer Nichtbelüftung, das heißt das Ganze wäre unbelüftet, da hätten wir wieder den ungünstigsten Fall. Von der Brennung her wird hier einfach nur die angegebene Temperatur als Standard oder als Dauertemperatur angesetzt, die ist konstant und entsprechend wird dann das bei der Berechnung der einzelnen Temperaturen in den einzelnen Layern oder Glasscheiben entsprechend mit berücksichtigt. Jetzt kommen wir noch zu den Zusatzmodulen. Es gibt hier im WinTRS auch noch die Möglichkeit zusätzlicher Bauteile zu generieren. Da gibt es extra Module dafür. Ich gehe da bloß mal kurz darauf ein, damit man hier auch mal sieht, was hier noch für Möglichkeiten gibt, um im WinTRS den Nachweis zu führen. Wir haben zum einen das sogenannte Lamellenmodul, hier auch nochmal beschrieben oder dargestellt, über welchen Button Sie das Ganze hier aufrufen können. Das finden Sie hier unter Benutzer definiert, also sprich, wo Sie Ihre eigenen Spektraldaten definieren können und auch entsprechend hinterlegen können. Wir rufen das Modul auf über diesen Button hier. Dann erscheint dieses Lamellenmodul, in dem Sie die Möglichkeit haben, ein beliebiges Flächenmaterial auszuwählen. Wir haben auch standardisierte Materialien mit unterschiedlichen Farben, wie hier zum Beispiel dieses White, das ist ein Standardmaterial ohne Hersteller, aber natürlich auch die Materialien bestimmter Hersteller, die Sie dann zu Lamellen umrechnen können. Das heißt, wir wählen ein Flächenmaterial aus, ein flächiges Material, sogenannten Lamellenmaterial zum Beispiel, und können dann hier über die Lamellengeometrie, also sprich die einzelnen Größen wie die Lamellenbreite, den Abstand zwischen den Lamellen oder auch den Neigungswinkel der Lamellen, diese Geometrie definieren und entsprechend daraus dann eine Lamelle erzeugen, die Sie dann wieder in Ihrem Aufbau verwenden können. Dann gibt es noch das Thema Siebdruckglas. Das sind Gläser, die zum Teil oder auch voll bedruckt sind. Das können irgendwelche Muster sein, Raster sein, Punkte und so weiter. Wie funktioniert das Ganze? Sie wählen hier eben dieses Siebdruckmodul aus, haben dann die Möglichkeit zu sagen, ich habe zwei Gläser, also man muss die Spektraldaten von diesen zwei Gläsern haben. Das eine ist das komplett unbedruckte Glas, was hier mit A1 bezeichnet ist, dieses Standardglas in dem Fall, sieht man auch hier in diesem Bild. Und das zweite wäre das A2, das wäre das bedruckte Glas. Sprich, wir brauchen zum einen die Spektraldaten von dem unbedruckten Glas und dann auch von dem voll bedruckten Glas. Und über eine Angabe der Flächenverteilung in Prozent, also wie viel Prozent habe ich bedruckt, wie viel habe ich unbedruckt, wird dann über eine Flächengewichtung hier einen Spektraldatensatz entsprechend erzeugt, berechnet, der dann unter einem neuen Namen abgespeichert werden kann und dann entsprechend auch hier wieder in Ihrem Aufbau und in Ihren benutzerdefinierten Datenbank hinterlegt wird. Der Gasmischer bietet noch die Möglichkeit, beliebige Gasgemische zu hinterlegen. Zum einen zuerst den Füllgrad anzugeben, also sprich, wie hoch ist mein Füllgrad, wie viel Prozent an Gas habe ich drin. Alles, was nicht mit dem Füllgrad benannt ist sozusagen, ist dann Luft. Das heißt, in dem Fall 90% Füllgrad bedeutet, dass 10% von der Füllung Luft wären und der Rest kann dann mit diesem Füllgas gemischt werden. Entweder Sie geben das Ganze ein in Prozenten, haben dann die Möglichkeit, diese vier Gase zu mischen, beziehungsweise das Ganze auch in Teile anzugeben. Das ist die zweite Möglichkeit. Das Ganze wird dann wieder als neues Gas oder als neues Zwischenraum gespeichert und Sie können diesen dann wieder beliebig in Ihren Aufbauten verwenden. Dann haben wir noch das Thema Zwischenraum. Wir haben ja nicht nur Gas-Zwischenräume, also sprich geschlossene Scheibenzwischenräume, sondern wir haben ja auch, wenn wir, was wir vorhin gesehen haben, bei Sonnenschutz oder auch bei Vorhangfassaden oder irgendwelchen vorgesetzten Gläsern, die Möglichkeit hier einen Lufthohlraum einzusetzen und da gibt es eben
die Möglichkeit als erstes, das ist der Standard, das ist die freie Belüftung. Also wir wählen unsere Belüftungsschicht, klicken wir an mit der rechten Maustaste, wählen dann diese Funktion Belüftungsgrad ändern und dann können Sie quasi den Belüftungsgrad oder die Einstellungen von dieser Zwischenschicht beliebig abändern, indem Sie hier zum Beispiel sagen, in unserem Fall, wir wählen hier eine freie Belüftung, bedeutet, ich gebe dann hier über dieses A-In, A-Out die unterschiedliche Verteilung der Öffnungen an, wie viel Prozent von A-In, also wie viel Prozent ist offen, kann einstimmen, wie viel Prozent kann ausstimmen. Das heißt, wenn Sie hier 100% angeben, haben Sie im Endeffekt eine freie Belüftung. Wenn Sie weniger eintragen, also 0% Wert, in dem Fall ein geschlossener Hohlraum, da findet von außen nach innen bzw. innen nach außen keine Belüftung statt. Und natürlich auch die Möglichkeit, die Kombination der Strömungsrichtung, habe ich eine Belüftung, wo Außenluft von außen, also von außen einströmt und nach außen wieder strömt oder innen, innen. Oder Sie können natürlich auch die Kombinationen innen, außen, außen, innen auswählen. Für dieses A-In, A-Out gibt es dann auch noch einen kleinen Taschenrechner, mit dem man über diese Angaben der Flächen dann sich entsprechend auch diese Prozente für dieses A-In, A-Out berechnen kann. Auch hier nochmal genau definiert dann, wie diese einzelnen Flächen vorne, oben, links, rechts entsprechend definiert sind. Dann das Thema mechanische Belüftung ist natürlich ein Sonderfall, aber auch hier nochmal sei darauf hingewiesen, Sie können auch das Ganze als mechanische Belüftung wählen, wenn Sie zum Beispiel eine Fassade haben, die mechanisch belüftet wird, gibt es hier eben, wie gesagt, die Möglichkeit, diese mechanische Belüftung als Option auszuwählen und unter Angabe des Volumenstromes bzw. auch der Breite, können Sie dann sich diese Belüftung entsprechend auch im WinTRS berücksichtigen lassen. Thema Vakuumglas haben wir noch, das heißt, Sie können auch im WinTRS ein Vakuumglas berechnen, sprich, Sie generieren ein Vakuumglas und haben dann die Möglichkeit, über diesen UG-Wert, in der Regel geben die Hersteller von Vakuumgläsern einen UG-Wert an und über diesen UG-Wert werden dann diese ganzen Parameter hier oben automatisch generiert und berechnet, um dann entsprechend dieses Vakuumglas auch im WinTRS berücksichtigen zu können. Gut, das war jetzt mal so der Theorieteil. Jetzt kommen wir zur Praxis. Wir sehen uns jetzt das Ganze in der Software an. Wir schauen uns hier mal im Sommer global, starten wir das WinTRS und da würde ich gerne mit Ihnen zusammen einige Beispiele rechnen. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, die Möglichkeit, unseren Glasaufbau zu definieren. Ich will jetzt hier einfach mal eine Dreifach-Isolierglasscheibe rechnen, außen und innen mit VSG und in der Mitte machen wir eine Einfachglasscheibe und eine Beschichtung drauf. Also, als erstes wir versetzen jetzt gleich mal den Glasaufbau zusammen. Klima und Rahmen sehen wir uns dann im zweiten Schritt an. Wir können das natürlich auch vorab machen, aber wir sehen uns jetzt zuerst mal den Glasaufbau an. Gut, also ich habe gesagt, wir wollen ein Basisglas wählen, also sprich, wir brauchen mal erst unser Basisglas für die einzelnen VSG-Scheiben. Ich wähle jetzt hier mal ein Planibel Clear Light, das heißt, ich wähle das erst einmal aus. Wir brauchen insgesamt nicht nur ein Planibel Clear Light, sondern wir brauchen jetzt hier, kann ich gleich die alle durchklicken, weil wir haben ja innen und außen VSG. Dann als nächstes bräuchte ich einen Scheibenzwischenraum, heißt, wir gehen hier auf Gaszwischenraum und wählen hier ein Argon mit 90% aus. Das ziehen wir uns jetzt hier zwischen diese beiden Gasscheiben. Somit haben wir schon mal den Grundaufbau von unserer VSG-Scheibe, also unserer Isolierglasscheibe. Alternativ gibt es auch, wie gesagt, die Möglichkeit, hier oben die Bezeichnung einzutragen. Das heißt, wir hätten hier auch zum Beispiel das Planiclear auswählen können oder Planiclearlight und so weiter. Ich will jetzt hier mal eine Beschichtung auswählen, ein I+. Das ist auch eine Beschichtung von Interpain mit einem Emissionsgrad von 1%, also eine sogenannte Laue-Schicht, die wir jetzt hier per Drag and Drop auf die entsprechende Stelle klicken. Hier kommen dann auch nochmal Kombinationsvorschriften, das sind einfach Kombinationsvorschriften von dem Hersteller.
dass Sie hier Beschichtungen nur für bestimmte Gläser in Kombination wählen dürfen. Was fehlt jetzt noch? Natürlich jetzt bei den VSG-Scheiben fehlen jetzt noch die PVB-Folie. Das heißt, wir haben jetzt hier natürlich die Möglichkeit auch wieder zu sagen, wir wählen hier eine PVB-Folie aus. Ich würde jetzt hier mal zum Beispiel ein Saflex Clear nehmen wollen. Das heißt, ich kann die jetzt per Doppelklick hier reinziehen und oder Doppelklick hier hinklicken und dann hier an die entsprechende Stelle. Also Sie haben immer die Möglichkeit, das Ganze per Drag and Drop zu verschieben. So, jetzt haben wir eigentlich unseren Grundaufbau. Was ich noch gern machen würde, wäre der Scheibenzwischenraum, der jetzt standardmäßig mit 16 mm angegeben ist, den will ich jetzt auf 14 mm setzen. Also wir machen hier das Ganze Doppelklick, wie vorher gezeigt, übertippen das Ganze mit 14. So, nochmal mit 14 mm. Und bestätige das Ganze mit Return. Dasselbe machen wir hier auch nochmal. Also hier Doppelklick, 14 mm und mit Return bestätigen. Dann soll die Mittelscheibe soll nicht 4 mm haben, sondern wir wollen hier 6 mm haben. Also hier auch wieder 6 mm eintragen, bestätigen und die Spektraldaten werden entsprechend hochgerechnet. Jetzt wenn man hier mal drauf geht auf die Scheibe, dann sieht man hier auf der rechten Seite dann auch, okay, Saflex Clear mit 0,76, das passt. Hier könnte man auch theoretisch diese Dicken für diese PVB-Folien entsprechend noch auswählen. Gut, das sei es jetzt mal zum Aufbau. Als nächstes wollen wir uns dem Thema Klima und Orientierung zuwenden. Das heißt, ich gehe hier mit Doppelklick auf Klimaorientierung. Ich will jetzt hier nicht Berlin Buch haben, sondern wir wählen uns einen anderen Standard aus. Das heißt, ich gehe auf Suchen, kann hier entweder über den Ort Rosenheim mir die Suche anzeigen. Natürlich wäre auch die Möglichkeit, das Ganze über die Postleitzahl auszuwählen. Und jetzt haben Sie hier die Möglichkeit, über Google Maps entsprechend Google Maps aufzurufen und hier, wenn man hier mal rauszoomt, sich dann auch anzeigen zu lassen, wo wir uns denn aktuell befinden, also sprich hier Rosenheim in der Nähe von München. Wir wählen hier den Standard aus. Hier auch nochmal die Information, dass das Ganze, die Daten, die hier hinterlegt sind, vom Deutschen Wetterdienst kommen. Und wenn man sich jetzt mal hier die einzelnen Tage durchklickt, kann man hier sehen, aha, für die einzelnen Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, entsprechende Referenztage, bekommen wir hier entsprechende Temperaturkurven und natürlich auch dann die Einstrahlungsstärke, diese gelben Balken. Aktuell wird hier Nord angezeigt, wir können hier auch aber durchwechseln sozusagen und dann sieht man hier natürlich entsprechend, ob ich mich jetzt Ost, West, Süd befinde, haben wir hier mit Spitzen bei den einzelnen Tageszeiten. Also Mittag ist eher Süd und wenn ich jetzt Richtung Ost wandere, ist eher Morgen und Richtung West ist eher Abend, die Spitze hier anzusetzen. Ja, wir wollen hier einen Einbauwinkel von 90 Grad, das passt. Die Teilverschattung, das ist ein Attribut von WinTIS bzw. von der französischen Norm, da ist mit Ja das Gesetz, das ist der ungünstigere Fall, den haben wir jetzt automatisch vorbelegt. Und hier haben Sie noch die Möglichkeit zu sagen, welche einzelnen ja, Orientierungen Sie haben wollen. Es ist halt so, wenn Sie hier alle Orientierungen auswählen, werden auch alle Orientierungen berechnet. An der Stelle empfehlen wir hier immer mit dem Süden loszulegen und entsprechend dann, wenn Sie weitere Orientierungen brauchen, das Süden ist in der Regel der ungünstigste Fall, kann auch mal Westen und Osten sein, aber ich mache jetzt hier mal für die Darstellung und für das Zeigen alles nur auf Süden. Bestätige das Ganze mit OK, dann hätten wir hier auch die Orientierung definiert. Und dann wollen wir uns den Rahmen noch ansehen. Wir wollen eine allseitige Lagerung machen. Ich kann natürlich hier auch entsprechend die einzelnen Lagerungen noch auswählen, wie unten eingespannt und so weiter. Dementsprechend bekommen wir nochmal Aufschläge bei dem Bruchrisiko. Und unsere Glaskante soll jetzt hier standardmäßig geschnitten sein. Das sind die deutschen Begriffe. Hier auch nochmal in Klammern die entsprechenden französischen oder die Begriffe aus der französischen Norm. Hier gibt es da auch nochmal diverse, ja, Interpretationsspielräume.
Und standardmäßig hier der Rahmen auf geringe thermische Trägheit gestellt. Das ist unser Standard. Wir wollen hier einen Metallrahmen mit einem UF-Wert von 1,3. Das, denke ich mal, sollte soweit passen. Hier auch nochmal die Darstellungen entsprechend, was so die laut französischer Norm, nach dieser Norm hier, diese Bilder oder welche Einbausituationen wir hier für die Rahmen haben. Gut, dann wählen wir das Ganze aus. Somit wäre eigentlich unser Glasaufbau definiert. Wir haben die Orientierung und die Rahmen definiert. Und jetzt wollen wir hier noch kurz eingeben, dreifach Isolierglas, genau. O vergessen, Isolierglas. So, und das ist jetzt alles ohne irgendwelche Sonderfälle. Und wenn wir das Ganze dann rechnen wollen, gehen wir hier auf dieses Summenzeichen, rechnen. Und hier unten sieht man im Fortschrittsbalken, die Berechnung wurde durchgeführt. Das Ganze ist jetzt hier für die Nachweis okay. Das heißt, wir haben hier eine Ausnutzung von 62,37%. Hier auch nochmal angegeben, wo wir die maximale Ausnutzung hätten. Die maximale Ausnutzung wäre bei Glasscheibe 2, also sprich bei der Mittelscheibe. Und das Ganze wäre am 21.09., also im Herbst, um 12 Uhr Mittag. Hier auch nochmal die Information, UG-Wert von der Verglasung wäre aktuell die 0,9 Watt pro Quadratmeter Kelvin und der G-Wert 0,38. So, dann sehen wir uns mal den Nachweis an. Das heißt, wir gehen hier mal auf Nachweis. Und wenn man jetzt hier mal sich das ansieht, dann haben wir hier den Gesamtaufbau, also sprich, wie ist mein Aufbau aktuell hinterlegt. Dann hier die Informationen auf der ersten Seite noch, welche Vorgaben haben wir definiert, wie ist die Glaskante definiert, welche Rahmen wurden definiert. Dann natürlich der Standort, wo kommen die Daten her für das Klima. Und hier auch nochmal zu dem Spannungsvergleich, das bekommen Sie immer mit jedem Nachweis mit, wo hier entsprechend nochmal die Stellen aus der französischen Norm hinterlegt sind, die Gleichungen, die hier verwendet werden und natürlich auch die einzelnen Beiwerte oder Koeffizienten, die entsprechend dann auch hier zu den einzelnen Glasscheiben, also sprich außen, Mitte, innen in dem Fall, definiert werden, welche Werte angesetzt wurden und wo die Werte herkommen. Und hier zusammenfassend das Ergebnis, Nachweis okay. Und wenn wir jetzt hier auf die zweite Seite gehen, haben wir jetzt für jede Orientierung, in dem Fall jetzt nur für Süden, unsere Zusammenfassung und nochmal die Details. Wir haben hier die einzelnen Glasscheiben, außen, Mitte, innen, dann die einzelnen Unterschiede. Die französische Norm sagt, wir müssen die Unterschiede zwischen Zone 2 und 1 rechnen und zwischen 2 und 3 und entsprechend dann die maximale Temperaturdifferenz ermitteln. Und anhand dieser Temperaturdifferenz wird mit diesen Formeln dann diese vorhandene thermische Spannung ermittelt und die zulässige Spannung ist in der Norm auch vorgegeben, hier mit diesen 20. Das liegt einfach daran, weil wir hier eine Float-Glasscheibe haben und entsprechend werden hier dann die Ausnutzungen angegeben. Wenn wir jetzt weitergehen zum Nachweis mit Diagrammen, das heißt, wir haben hier dann die Informationen nochmal wie vorhin, nur dass wir jetzt hier diese Diagramme mit dazu bekommen. Das heißt, es ist nochmal eine Erweiterung von dem Nachweis, damit man hier entsprechend auch nochmal sehen kann, wie denn meine Temperaturverteilung ist für die einzelnen Tage und welche entsprechenden Verteilung an Einstrahlung ich hier über den Tag habe. Gut, zum Letzt schauen wir uns noch die Auswertung an. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, über diesen Schieber hier sozusagen die Zeit laufen zu lassen. Ich kann auch hier unten auf dieses Play-Button gehen. Dann läuft hier sozusagen die Zeit durch. Wir befinden uns jetzt hier am 21.03. Das wäre sozusagen ein Frühlingstag. Und ich kann hier entsprechend dann über diese Klicks auf die einzelnen Tage dann auch andere Tage auswählen. Und wenn ich unterschiedliche Orientierungen hätte, hätte ich auch die Möglichkeit, hier entsprechend diese Orientierungen zu aktivieren. Wir befinden uns jetzt hier im Süden. Wir wollen jetzt mal eine Fehlfarbendarstellung nochmal anzeigen. Das heißt, wenn man sich das nochmal anschaut und das laufen lässt, die Temperaturkurven werden genauso angezeigt, nur dass wir jetzt hier halt an der Stelle
entsprechend auch nochmal die Fehlfarbendarstellung bekommen mit der Maximaltemperatur. Das wären hier die 46 Grad. Und so kann man sich auch nochmal an die Auswertung rantasten und sich nochmal anschauen, wo habe ich denn meine Maximaltemperaturen und wo liegen meine Problemzonen. Gut, dann können wir hier das Ganze speichern. Das heißt, wir speichern das mit diesem Namen ab. Ich gehe hier auf Speichern und somit ist jetzt hier meine Position gespeichert. Wenn wir jetzt hier weitere Varianten von unserem Aufbau rechnen wollten, haben Sie die Möglichkeit, dann hier mit dieser Kopierfunktion zu arbeiten. Das heißt, ich nehme diesen ursprünglichen Aufbau, den wir schon erstellt haben, und gehe jetzt hier auf aktuelle Position kopieren. Und wir wollen jetzt hier mal ein Sonderfall machen oder was wir auch angesprochen haben mit diesen Einbausituationen. Die finden Sie hier auf der linken Seite. Da wählen wir jetzt mal dieses innenliegende opake Element. Das war dieses Beispiel des Sofas. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal her und habe hier die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wollen ein innenliegendes opakes Element haben. Und da haben Sie auch die Möglichkeit, hier unterschiedliche Farben auszuwählen. Natürlich kann ich hier auch Sofa reinschreiben und wie auch immer. Über diese Angaben mit Absorption, Reflexion, das bezieht sich dann natürlich auf das opake Element, also sprich unser Sofa wäre schwarz, haben wir eine hohe Absorption, eine geringe Reflexion. Die Höhe des Sofas soll jetzt mal 500 mm sein. Der Abstand des Sofas zur Glasscheibe 100 mm. Die Breite des Sofas ist jetzt mit 25 mm etwas wenig. Da machen wir jetzt hier mal vielleicht 800 mm. Und die Wärmeleitfähigkeit von dem Sofa ist in der Regel relativ niedrig, also hier mal mit der 0,1 Watt pro Meter Kelvin. Und entsprechend haben Sie hier noch die Möglichkeit zu sagen, wir wollen noch innen belüftet haben, das ist der Standardfall. Extremfall wäre dann, dass das Ganze unbelüftet wird. So, dann wählen wir das Ganze mal aus. Das ist jetzt hier mal so ein schwarzer Klotz, der dann hier hingestellt wird. Wir rechnen das Ganze. Lassen uns das durchrechnen, wird dann auch wieder für alle Orientierungen und so weiter gerechnet mit den entsprechenden Einstellungen. Und dann sieht man schon hier, ich mache mal Folgendes, ich setze vielleicht das jetzt nicht auf 800 mm, sondern ich belasse es bei 50. Da werden Sie sehen, das hat nicht viel Auswirkungen, einfach aus dem Grund, weil die Wärmeleitfähigkeit sehr gering ist von diesem Sofa. Also rechnen wir das Ganze nochmal durch, um die Darstellung etwas besser zu machen. Und sehen Sie, da ist es nur geringfügig etwas unterschiedlich, aber wir haben jetzt das Problem, wir haben jetzt hier bei der Glasscheibe 3, steht hier, sagt uns das System, ein zu hohes Bruchrisiko, also wir haben eine Überschreitung der Spannung um fast 14%, und zwar bei der Glasscheibe 3 am 21.09., das wäre dann der Tag und 12 Uhr mittags. Wir können uns das Ganze mal ansehen in der Auswertung, das wäre hier, der 21.09. heißt es hier, also gehen wir hier mal auf den 21.09. und Ganze wäre jetzt hier 12 Uhr mittags, das heißt, ich kann hier mit meinem Regler nochmal auf Mittag gehen und dann sieht man hier doch eine doch beachtliche Temperatur von fast 61 Grad, die wir hier jetzt auf der Innenglasscheibe bekommen. Und um das Ganze jetzt zu heilen, sage ich jetzt mal an der Stelle, gäbe es jetzt die Möglichkeit, hier zum Beispiel eine andere Glasart zu setzen. Heißt, wir gehen wieder auf unseren Aufbau und wir könnten jetzt hier an der Stelle sagen, okay, wir wollen jetzt hier nicht eine Float-Glasscheibe haben, sondern wir setzen zum Beispiel jetzt hier eine TVG-Scheibe ein. Das machen wir jetzt hier auch. So, und dann sehen Sie schon an der Stelle, jetzt hat sich an den Temperaturen hat sich nichts geändert. Aber durch das Ändern der Glasart haben wir sozusagen die Widerstandsseite erhöht und somit die zulässige Spannung, die hier angesetzt wird. Es ist nicht mal eine neue Berechnung notwendig, weil eben diese Glasartänderung nur Auswirkungen auf die Widerstandsseite hat. Also hätten wir hier mit dieser Möglichkeit diesen Sonderfall auch abgedeckt, können wir jetzt hier speichern. Das Ganze nenne ich jetzt hier mit Sofa. Und TVG. Somit wäre das Ganze jetzt hier eigentlich erledigt. Ich gehe wieder zurück auf mein ursprüngliches Isolierglas. Auch hier will ich nochmal eine weitere Variante machen. Das heißt, wir wollen mal die Einbausituation für ein Schiebeelement machen. Das heißt, wir haben jetzt hier das Ganze nochmal kopiert. Ich nenne das Ganze jetzt hier Schiebeelement. Das wäre jetzt hier klassischer Fall, wenn Sie jetzt zum Beispiel
eine Schiebetür haben im Terrassenbereich, können wir das Ganze darstellen, indem wir hier den Sonderfall Schiebeelement markieren. Das heißt, wir haben hier wieder die Möglichkeit zu sagen, Abstand zwischen den beiden Schiebetüren. Wir wählen hier mal vielleicht 50 mm aus. Dann Standardsituation oder die ungünstige Situation wäre natürlich die unbelüftete Situation, wenn die Scheiben fast gegeneinander stehen. Ich kann natürlich auch außen belüftet oder auch innen belüftet nehmen. Also wenn man das Ganze mal hier rechnen lässt, unbelüftet, dann gehen wir mal auf OK. Sie sehen, dann wird das Ganze verdoppelt. Wir haben hier einen unbelüfteten Zwischenraum mit diesen 50 mm. Lassen das Ganze rechnen. Und bekommen hier eine deutliche Überschreitung der Spannung. Wir sind jetzt nur gedanklich wieder zurück. Wir haben jetzt hier wieder eine nur Float-Glasscheiben. Das heißt, die Glasscheibe 3 wird relativ stark erhitzt. Wir können uns das Ganze auch nochmal anschauen in der Auswertung. Wenn ich jetzt hier wäre der Lastfall 21.03. wäre der höchste Lastfall um 12 Uhr mittags. Das heißt, wir sind hier schon in diesem Fall. Und dann kommen wir hier fast annähernd 90 Grad in dieser Glasscheibe, wenn hier der Zwischenraum unbelüftet wäre. Die Frage ist, ob es diese Situation gibt. Natürlich könnte man auch argumentieren, ich habe hier, kann hier das Ganze mit Doppelklick da nochmal anklicken, kann hier nochmal die Attribute ändern von meinem Schiebeelement und sage hier, das Ganze ist eventuell außen belüftet, die sind gegeneinander verschoben. Ich habe den Fall einfach nicht, dass ich hier komplett geschlossen habe, weil man hatte immer oben und unten irgendwo Lufträume. Dann lassen wir diesen Fall mal rechnen. Das heißt, es wird von einer Belüftung ausgegangen zwischen diesen beiden Schiebeelementen und siehe da, hier haben wir eigentlich kein Thema, hier haben wir kein Problem. Wenn man sich das Ganze nochmal in der Auswertung ansieht, sind wir hier mit den Temperaturen, da ja hier jetzt Außenluft einströmen kann, deutlich von fast 90 Grad auf 50 Grad heruntergekommen. So, dann will ich gerne noch mit Ihnen einen Fall machen. Wir gehen nochmal zu unserer ursprünglichen Verglasung zurück. Das ist Isolierglas und wir machen hier nochmal eine Kopie, also nochmal eine neue Variante. Wählen hier Isolierglas und ich will das Ganze jetzt mal mit einem Sonnenschutz machen, einen innenliegenden Sonnenschutz. Das geht natürlich auch an der Stelle. Wir haben hier unterschiedliche Flächenmaterialien, die hier definiert sind. Ich nehme mal hier ein neutrales Material, einen schwarzen Sonnenschutz. Den können Sie entweder mit Doppelklick oder Drag and Drop hier wieder reinziehen. Er fügt uns automatisch dann auch gleich diese Zwischenschicht der Luft zwischen diesem Flächenmaterial und dem Glasscheibe ein. Hier habe ich die Möglichkeit, mit Doppelklick wieder den Abstand zu ändern. Wir wollen hier einfach mal 50 mm machen und hier entsprechend dann auch nochmal mit der rechten Maustaste den Belüftungsgrad ändern. Wie gesagt, freie Belüftung, mechanische Belüftung, diese beiden Möglichkeiten, die Sie hier haben. Und natürlich dann auch wieder, wie ist das Ganze belüftet, standardmäßig, wenn ich natürlich auf der Innenseite bin, innen. Und entsprechend dann auch hier die Möglichkeit, über diesen Rechner dann auch nochmal die Belüftungsgrade zu ermitteln. Wir gehen jetzt vereinfachend mal davon aus, dass wir sozusagen hier komplett offen haben, unten und oben auch. Somit strömt die Luft mit 100% Öffnung sozusagen ein und mit 100% wieder aus. Und wir lassen das Ganze jetzt rechnen und entsprechend dann auch nochmal den Nachweis generieren. So, wenn sich das hier gemacht haben, dann gehen wir hier nochmal auf die Nachweis, wir an der Stelle jetzt wieder erfüllt. Und wir gehen hier mal auf die Auswertung. Entsprechend lassen wir das mal laufen. Und dann sieht man hier, wie sich jetzt dann das Ganze verhält. Es werden sogar dann auch die Temperaturen von diesem Sonnenschutz mitberechnet und entsprechend dann auch berücksichtigt an der Stelle. Gut, somit wären wir auch schon am Ende unserer Produktvorstellung vom WindTHS. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie auch bei unserer nächsten Veranstaltung wieder dabei sind. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.